Marc Merten, bitte, für den Geistblock. Guten Abend, Herr Baumgart. Wie bitter war das für Sie und für die Mannschaft, wenn man drei Schüsse aufs Tor bekommt und alle drei sind dann drin? Was hätte es gebraucht, vielleicht auch in der ersten oder Anfang der zweiten Hälfte, um vielleicht anders ins Spiel zu kommen, vielleicht auch zu mehr Torabschlüssen zu kommen? Das ist interessant. Wenn ich jetzt sage, wir hätten aufs Tor schießen müssen, wie gesagt, Domenico hat das ja richtig gesagt. Ich glaube, dass Leipzig bis im letzten Drittel das sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann muss man natürlich auch sagen, hat es meine Mannschaft sehr, sehr gut verteidigt. Und genauso war es ja auch. Wir sind dann auch maximal bis Richtung Strafraum gekommen, hatten aber gar nicht die Durchsetzung dann, gerade auch in der ersten Halbzeit, um da wirklich auch für Torgefahr zu sorgen. Und deswegen ist es dann schon so, dass du sagst, okay, du bist mit 1-0 im Spiel. Ich fand, zweite Halbzeit waren wir relativ gut im Spiel, sind dann aber auch erst im Laufe der Partie besser zu Möglichkeiten gekommen. Also es hat sich dann eher oder weniger die Mannschaft erarbeitet, um bessere Tormöglichkeiten zu haben. Woran es dann immer liegt, zu sagen, dass wir es nicht geschafft haben, uns durchzusetzen. Erstens auch mit der Qualität des Gegners. Und zweitens, dass wir halt immer wieder gucken müssen, uns jedes Spiel hart erarbeiten. Und ich finde, dass die Jungs das bis zum Ende gut gemacht haben. Ich glaube, mit dem Tor auch belohnt, aber am Ende geht der 3-1-Sieg dann dementsprechend auch in Ordnung. Trotz alledem sage ich, so wie die Jungs gearbeitet haben, auch gegen den Ball gearbeitet haben, das ist ja deswegen, wir sehen das ja auch beide Trainer, glaube ich, immer aus der eigenen Sicht, Ruhe reinzukriegen. Was Leipzig sich gewünscht hat, ist, glaube ich, schwer möglich gegen uns, weil wir es halt immer wieder anlaufen. Also ganz so einfach ist nicht. Aber am Ende muss man sagen, haben wir es nicht geschafft, uns so gerade auch in den ersten 60 Minuten die Qualität an Torschüssen zu erarbeiten. Ich fand, die letzten 30 hatten wir schon die ein oder andere richtig gute Möglichkeit, an Sepp dann zu denken, an Marc zu denken. Hat aber nicht gereicht. Und so müssen wir mit dem 3-1 nach.